Na, neugierig, was hier bald kommt? Hier sehen Sie in Kürze Ihr regionales Fernsehen für die Region Westsachsen. Deine Region im Bild. Unter diesem Motto produzieren wir seit 2004 für Zwickau und das Umland das tägliche Abendmagazin Tagaktuell. Und ab Anfang Februar kommen wir auch ins Vogtland. Dann wird unser Nachrichtenmagazin noch größer und bunter. Mit Berichten und Nachrichten aus dem Vogtlandkreis und dem Kreis Zwickau. Erfahren Sie, was zu Hause passiert und in der Nachbarregion. Wir sind dabei, wenn Sie feiern, wenn kontrovers diskutiert wird, wenn es um Politik geht, wenn sportliche Höhepunkte passieren oder eben auch dann, wenn Kunst und Kultur gefragt sind. Wir schauen den Menschen nicht nur über die Schulter, sondern wir interessieren uns für die Geschichten hinter den Menschen in Westsachsen. Für die regionale Wirtschaft sind wir das Schaufenster in die Region. Unternehmen profitieren von unserer großen Reichweite. Wir sind da von Bad Elster bis Limbach-Oberfrohna. Fernsehen vom Musikwinkel bis zur Wiege des Automobilbaus. Nah dran am Geschehen. Mit Tagaktuell sehen Sie ab Februar auch im Vogtland schon heute das, was andere erst morgen in der Zeitung lesen. Das Abendmagazin Tagaktuell mit Berichten aus dem Vogtland und dem Zwickauer Land empfangen Sie ganz einfach im Kabelnetz, mit dem Überallfernsehen DVB-T, mit einer kleinen Stummelantenne in vielen Regionen und natürlich im Internet via YouTube. Und das sind die Moderatoren von Tagaktuell. Kim Wutzler, Udo Rupp-Kalvis und Carsten Riedel. Und als Vogtländer freue ich mich natürlich, dass wir bald in meiner ehemaligen Heimat oder in meiner Heimat drauf sind und Ihnen das Aktuellste und das Neueste aus der Region präsentieren können. Damit haben die Regionen Zwickau und das Vogtland endlich ein gemeinsames Programm und rücken noch näher zusammen. Und ein weiterer waschechter Vogtländer ist auch zu unserem Team gestoßen, Hans Küffner. Er ist seit Anfang der 90er Jahre mit der Kamera im Vogtland unterwegs. Ja, und er kennt das Vogtland natürlich wie seine eigene Westentasche und wird bald auch für Sie mit der Kamera im Vogtland unterwegs sein. Und bereits seit 2004 sind wir ein unschlagbares Team. Meine Kollegen Udo und Carsten präsentieren Ihnen wochentäglich unser Abendmagazin mit Neuigkeiten aus der Region. Und Sie werden es kaum glauben, auch ich bin seit Anfang an dabei. Erst als Wetterkind. Nordwind im Mai bringt Trockenes herbei. Und jetzt sowohl hinter als auch vor der Kamera. Ja, und wir sind eben nicht nur älter und in meinem Falle auch viel breiter geworden, sondern wir haben in den letzten Jahren auch unser Programm weiterentwickelt, haben viel dazugelernt und haben uns in die Professionalität hineingestürzt. Eins haben wir dabei allerdings nie verändert, nämlich unsere Sendezeit. Täglich 19 Uhr. Das Neueste aus der Region mit dem Wichtigsten aus der Region. Und jetzt kommen wir zusammen mit den Vogtländern und das wird auf jeden Fall noch einmal ein toller Schub für unser Abendmagazin sein und ein Gewinn für Sie. Dann lassen Sie sich also überraschen, was demnächst hier passiert auf diesem Sender, auf diesem Kanal. Und machen Sie auch eines. Sagen Sie es weiter, dass es bald hier losgeht mit Tagaktuell und TV Westsachsen. Wir freuen uns auf Sie.